Nun reisen wir in Gedanken halb um die Welt herum. Nach Nepal. Da gibt es hohe Berge und viele wilde Tiere. Eines Tages schleicht ein Löwe durch das hohe Gras. Er schaut sich nach allen Seiten um und kann keinen Feind erblicken. Da beschließt er, seinen Wohnsitz auf einem niedrigen Hügel zu beziehen. Von dort aus kann er das weite Land mit den Büschen und Sträuchern gut überblicken. Mit einem lauten Hua verkündet er allen Tieren in der weiten Ebene: Schaut her zu mir, ich bin euer König, ihr seid meine Diener. Sein Gebrüll hallt bis in die letzten Winkel seines neuen Königreiches und die Tiere erschrecken. O weh, was soll nur werden? Er wird uns eines Tages alle zerfetzen und fressen. Da lacht der kleine Hase: Hier macht ihr große Worte, aber wenn ihr vor dem Löwen steht, dann verneigt ihr euch vor ihm und tut, was er von euch verlangt. Das wird sich aber ändern. Ich kann den Löwen auch nicht leiden. Er ist zwar stark, aber morgen werde ich euch zeigen, wie dumm er doch ist. Na, die Tiere kennen den kleinen Hasen. Das ist so ein richtiger Spaßvogel. Was will der gegen den mächtigen Löwen unternehmen? Am nächsten Tag steigen die Tiere wieder auf den Hügel und bringen dem Löwen etwas Gutes zum Fressen. Dann kommt der Fuchs. Er hat eine lange Liste und muss an jedem Morgen die Tiernamen vorlesen, um festzustellen, ob auch alle erschienen sind. Aber der Hase meldet sich nicht. Da geht er zum Löwen. Majestät, der Hase meldet sich nicht. Er ist nicht erschienen. Der hat wohl verschlafen. Das ist eine Respektlosigkeit euch gegenüber. Der Löwe spreizt seine Mähne, rollt die Augen und knirscht mit den Zähnen. Ich werde ihn für seine Frechheit bestrafen. Ich werde ihm das Fell über die langen Ohren ziehen. Alle Tiere weichen ängstlich zurück, denn sie fürchten, dass der Löwe in seinem Ärger auch sie zerfetzen wird. Da hören sie ein lautes Geschrei. Der Hase kommt hereingehoppelt und lässt die Ohren hängen. Großer Herr des weiten Landes, als ich heute Morgen zu euch kommen wollte, da begegnete mir ein schreckliches Ungeheuer. Das packte mich und wollte wissen, wohin ich gehe. Da habe ich ihm gesagt: Jeden Morgen gehe ich zum Herrn der Tiere, um ihm etwas Gutes zum Fressen zu bringen. Da hat das Ungeheuer gesagt: Bestell dem Löwen, ich bin der Herr der Tiere, noch heute werde ich ihn töten. Als der Löwe das hört, wird er rot vor Zorn, er schlägt mit dem Schweif um sich, dann springt er von dem Thron und faucht: Welcher Dummmann, welcher Dummkopf, nein, welcher Schwächling wagt es, sich gegen mich zu erheben? Kennt er nicht Gesetz und Ordnung? Hase, führe mich zu ihm, ich werde ihn zerfetzen. Ja, Majestät, er wartet unten am Brunnen, am Eingang zu seinem Palast. Aber Majestät, seid vorsichtig. Rede keinen Unsinn, Hase, vorwärts! Nun hoppelt der Hase voraus und der Löwe folgt ihm. Und alle anderen Tiere folgen in einem großen Abstand hinter den beiden. Die Vögel fliegen von Busch zu Busch und rufen immer wieder: Was soll nur werden? Was soll nur werden? Wenn das Ungeheuer siegt, dann haben wir einen neuen Unterdrücker. Schließlich kommen sie in die Nähe des Brunnens, aber sie können kein Ungeheuer sehen. Da lacht der Hase: Ha, das Ungeheuer hat uns gesehen und hat sich versteckt. Da ruft, da faucht, da schimpft der Löwe: Und ich werde es finden.
Ich grabe es aus, wenn es im Boden sitzt. Ich hole es aus den Wolken, wenn es darin schwebt. Dann geht er an den Brunnen, legt seine Tatzen auf den Rand und schaut hinunter. O weh! Da sieht er das Ungeheuer mit breiter Mähne und spitzer Schnauze. Faucht der Löwe: Was bist du für ein unverschämtes Wesen? Antwortet es: Was bist du für ein unverschämtes Wesen? Faucht der Löwe: Du Lump! Antwortet es: Du Lump! Ich werde dich für deine Frechheiten bestrafen. Ich werde dich für deine Frechheiten bestrafen. Das kann sich der Löwe nicht bieten lassen. Er reißt das Maul auf und springt in den Brunnen, um das Ungeheuer zu packen. Die Tiere rundherum hören ein lautes Platsch und eilen an den Brunnenrand. Und als sie hinunterschauen, o weh, da sehen sie den Löwen hilflos um sich schlagend in die Tiefe versinken. Erst wissen die Tiere nicht, was sie sagen sollen. Aber dann begreifen sie, was geschehen ist, und sie hüpfen und springen vor Freude um den Brunnen herum. Dann nehmen sie den Hasen und werfen ihn vor Freude in die Luft. Von dem Tage an haben die Tiere immer den Hasen gefragt, wenn sie mal in Not waren.